nicht gestalten. Das heißt, habt ihr das hier gemäht und dann wieder ausgebracht sozusagen? Gemäht und im Ladewagen geschnitten und wieder ausgebracht. Also genau. Das ist dann quasi in situ, aber hat einmal den Umweg genommen. Ja, genau. Und das machen wir dann diese Woche, ab dieser Woche machen wir das mit einem Frontmähwerk. Das ist den Balkenmäher, ne? Doppelmähwerk sozusagen auf Beetbreite mähen wir dann und können alles auf Beetbreite sozusagen gestalten. Das ist, war uns halt wichtig, dass wir die Fahrspuren da nicht im Beet haben. Ja. Säst du dann auch nur in den Beeten oder was machen deine Wege? Oder säst du Fläche hier? Wir säen flächig aus, schon, ja. Aber wir gehen jetzt auf präzise Beete immer an der gleichen Stelle und das lasse ich wachsen und die mähen wir dann mit so einem Fahrspurmulcher. Oh, hier, hast du mir gesagt. Genau. Und dann, sag ich mal, sind die Fahrspuren bewachsen. Und wenn jetzt hier auch nochmal ein bisschen Zwischenfrucht durchkommt, die ja auch ausgesät wurde in den Wegen, die mähen wir dann nochmal ab und dann ist es durchwurzelt und das Beet bedeckt und da die Mulchmenge in der Fahrspur, die sparen wir uns. Weil das ist ja auch nochmal ein hoher Anteil, sind 30 cm auf zu 1,50, ja? Und das ist, kann man sich sparen. Und und hier haben wir jetzt 11 Tonnen Trockenmasse liegen. Und das sollte reichen. Und da kannst du es direkt rein. Da pflanzen wir es direkt rein, genau. Das ist auf dem ersten, das fühlt sich hart an, ja. Aber wenn wir jetzt einen Spaten nehmen und da mal reinstechen, sehen wir eine schöne Struktur. Das können wir gerne auf Techno machen. Also so machen wir eigentlich 80% unserer Kulturen ohne Bodenbearbeitung im Frühjahr. Vielleicht sparen wir natürlich nochmal viel Wasser, also Winterfeuchtigkeit, die wir da... Das, was jetzt drunter ist, das ist drin, ne? Was jetzt, genau, was jetzt drin ist, geht nur übers Fett verloren. Ja. Und das soll ja so sein. Ja. Ja. Und bei den Möhren?